müssen die Chats noch so 5-mal runterkommen, dann habe ich ihn. Ja. Diesmal hole ich mich zuerst endlich. Das ist mir erstmal egal. Der spawnt jetzt nochmal. Also habe ich das Prinzip nicht verstanden. Entweder halt die Gegner voll, die noch da sind, oder. Haha, Spaß. Müssen wir beeilen. Hier töten. Ja, das ist ein bisschen assi. So, und jetzt kommt dann nämlich nochmal. Spawn the shit. Stirb. Spawnt er die Scheiße nochmal? Zeit für dich. Ja, du nervst mich. Du verdammtes Ass. So, jetzt komm runter. Komm. Trau dich. Trau dich her. Komm her. Ich hab den Prinzip jetzt endlich verstanden. Auf geht's. Nein. Ich darf den scheiß Pfeiler nicht verfehlen. Was?
elender Verdreckster. Hund! Oh Gott, sag! Der Insel zu entscheiden. Der Hirte aus Feshir, der für die Menschen von Argan und Myrtana zum Helden geworden war, war ihr Vermittler. Und obwohl es Stimmen gab, die gegen den Frieden sprachen, du musst das nicht tun, wir können sie bezwingen, siegte doch die Vernunft. Alles wird gut. Ja. Das war's, Leon, oder mit Gothic Arcania. Arcania, Entschuldigung, Arcania Fall of the Drift. Ich hab's gestern bekommen und heute schon durchgezockt. Aber es ist ja auch nur ein Add-on. Ein Standalone Add-on. Was auch nur 14 Euro gekostet hat. Und deswegen ist es auch völlig in Ordnung, wie ich finde. Ich weiß nicht, wie viel Spielzeit hatte ich jetzt? 3 Stunden, 4 Stunden? Ich glaube 4 Stunden oder was. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Natürlich, der einzige große Mankel ist halt wirklich die Gesichter, das ist ein bisschen nervig. Also, wenn man es als eigenständiges RPG ansieht, dann ist es echt geil, muss man schon sagen. Okay, jetzt der Teil ist jetzt wirklich nur ein Addon gewesen und das Addon ist auch ein bisschen, also das heißt zum Beispiel Händler sind unwichtig, Nebenquests sind natürlich relativ wenig vorhanden, weil, ist halt eine strikte Linie gerade, weil es erzählt halt die Geschichte, was passiert ist. Was ich aber gut finde, weil wir haben im Arcania Gothic 4, das Ende, haben wir überhaupt nicht verstanden, weil da ist ein Dämon und da sind 3 Leute, die da irgendwie den beschwören, keine Ahnung was. Das ist die Erklärung. Das Addon ist die Erklärung zu dem, was passiert ist. Und finde ich gut. Finde ich sehr schön. Für die Leute, die sich für das Spiel zerreißen, schade, finde ich echt schade. Aber meiner Meinung nach ist das Spiel echt gut. Wie gesagt, man soll es einfach nicht Gothic-Spiel nennen, es ist ein eigenständiges RPG. Und ich lasse euch jetzt die Playlist durchlaufen, hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht und sage bis zum nächsten Mal.
Die wollen jetzt nicht sämtliche Sprachen auflisten, oder? Das ist euer Ernst. Nur mal eben eine Weltreise. Bis ich wieder da bin, sind die Credits schon wieder vorbei. Auf wie vielen Sprachen ist der Scheiß denn erschienen? Alter! Bestimmt noch Französisch, Portugiesisch, Holländisch, Dänisch. Oh Gott, ey, verarsch mich nicht. Wir haben es geschafft. Gut, also ich finde ein gutes Spiel. Und wir haben es geschafft. Und ich sage, bis zum nächsten Mal bei Bully. Bis dahin, viel Spaß mit den Videos. Euer Edi.